Hallo Menschen, der draußen gekommen, zurück zu Let's Play des Heilens. Ich habe des Heilens gesagt und er hat des Heilens verstanden, also passt schon gut. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Silent. Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Und ja, wir können hiermit... Da ist sie! Rinis Kerze. Wir können hiermit Rinis Kerze finden. Ganz vorsichtig. Aber die ist ja voll klein. Das heißt, es kann schon sein, dass Rini nicht mehr so lange hat. Oder sie brennt vielleicht umso länger, weil sie dicker ist. Ich meine, es ist immerhin ein fiktives Universum. Aber trotzdem, meiner Erfahrung nach, brennt sich die Kerze ja dann einfach runter, weil der Schein, also weil sie in die Breite ja nicht so weit geht unbedingt. Ah ja, Winnie hat beide Hände voll. So kann sie ihre Kerzen nicht halten. Wenn er doch nur mal aufhören würde zu heulen. Wenn er doch nicht aufhören würde zu heulen. Wow! Bravo! Ah, okay. Hat der jetzt aufgehört zu heulen? Warte. Ha! Er nimmt einfach versteinerte Rini mit. So. Ja, das ist jetzt meine Schwester. Die ist ein Stein. Mir würde jetzt interessieren, wenn jetzt die Steine Ralf und Ingo hier wären, was die machen würden. Würden die jetzt singen? Und würde dann Rini fliegen? Das wäre lustig. Steine, Steine, Steine. So. Jetzt spring los, kleiner Hüpfer! Ja. Cedric! Was soll das? Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä? Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit! Ich verstehe ohnehin nicht, warum die eigentlich versteinert worden sind. Also, keine Ahnung. Wurde das erklärt? Ich glaube nicht tatsächlich. Alles klar, ich hab's geschafft. Hier sind wir. Mhm. Moin, Shana. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Nein. Huch, wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit. Psst. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Cedric einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Aha. Wir haben ein Schiff, also los. Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz. Heilt das Land... Die falsche Königin verschwindet, all ihre Sucher mit ihr. Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Cedric, ich habe Angst. Ja, ich auch. Seid ihr bereit? Ja. Tatsächlich. Ja. Hey. Halt die Klappe, du Clown! Dann hört genau zu. Die Prophezeiung lautet, am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Das heißt ja nicht. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein, wird sie nicht! Das ist die Prophezeiung. Wir haben eigentlich... Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Her mit dem Splitter. Hey! Du hast es gehört. Nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Oh nein! Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung.
Ganz allein? Nein, Rini. Am allerliebsten hätte ich ja meinen Bruder bei mir. Wir haben hier aber nur eine imaginäre Version von ihm im Angebot. Ja. Und dann auch noch nicht mal die beste. Ganz egal. Zauber Cedric frei, bitte. Erst sage mir, warum? Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn Noah eine Wolke ist, dann ist Cedric der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Spielst du mit der Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Cedric haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Cedric! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Miss Shana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. Tschüss, Miss Shana. Ja, bis bald einmal wieder. Ach nein, besser nicht. Wie wenn ein kleines Kind seinem Piloten sagen würde. Pass gut auf sie auf, du Narr. Selbst wenn es möglich wäre, ist es nicht so einfach. Was will ich sagen? Ich finde Cedric, actually, blöd gesagt, ich bin, glaube ich, in meiner Freundesgruppe bin ich Cedric. Weil ich bin schon ein Clown, aber kein lustiger Clown. Also, ich bin jetzt nicht so, dass meine Sprüche oder meine Aktionen lustig sind. Sondern das Lustigste an mir ist meistens, dass ich einfach verkackt. Und dieses verkackt ist dann. Ohne ich bin verkackt. Aber natürlich, manche auch. Aber Spott! Ah, ich hab vergessen, ich hab. Dass das Sport-Minigame mit dem coolste Sport-Minigame ist, was es gibt, aber eigentlich gibt es ja scheinbar mehr. Das ist auch ein Sport-Minigame. So. Was sind das für Dinge? Die sind lustig. Wie heißen die das denn? Ups. Nee, gleich schauen. Schnell weg von diesem Gestalt. Fliegen musste man. Ja, okay. Okay, was ist, wenn ich normal groß da reingehe? Okay, ja, aua. Jetzt hat Spot dreimal eine aufs Maul bekommen. Kannst du da vorbeigehen? Nein, okay, kannst du nicht. Schade. Und reingeworfen. Schlimm. Okay, das heißt eigentlich können wir das machen zuerst, weil wir müssen raus, sonst haben wir keine andere Wahl. Schwierig. Wir kommen da nicht vorbei, wir können eigentlich nur mit dem Kartonstab legen. Ja, dann werden wir wieder eingesperrt, ja, verstehe ich schon. Aha, okay. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt dick bin, was machen die dann? Mit mir? Was passiert dann? Die bekomme ich da nicht hoch, oder? Oh, okay, so. Oh, ich bin dann wie ein Luftballon. Aha. Aber ich habe es zusammengebracht. Ich hab die Perücke runtergeworfen. So, Spotty! Oh, jetzt sehe ich genauso cool aus wie die. Moin! Okay. Irgendwie Lumi, oder? Heißt das, ne? Aha. Kanal, kann man rein? Kann man nicht die Knochen in der Wand? Okay, mit der Perücke scheinbar nicht. Keine Ahnung. Leute, wie geht's euch? Ich weiß, es ist gerade random Frage von mir. Aber. Ups. Scheiße. Vielleicht die andere Richtung. Mit der Pauke. Was ist das? Habt ihr das gehört? Ich werde paranoid.
ein Geräusch gehört. Wie wenn irgendwas runtergefallen wäre oder so. Keine Ahnung. Ah, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich heute mache? So, okay, es geht leider nicht weiter. Die Folge kommt jetzt später online. Aber ich habe heute Struggle. Es ist Freitag. Und wir haben morgen was vor, quasi, ja. Und ich bin meistens so ein Mensch, der macht einmal was am Wochenende. Nicht unbedingt zweimal. Und deswegen denke ich mir gerade so, soll ich heute mit anderen auch was machen? Oder nur morgen? Oder beide Tage? Oder? Schwierig. Aha. Wie weiß ich, wenn ich sie gerade lasse? Die Pauke? Na, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Weil irgendwie sind nur die halben Leute motiviert heute und haben nur die halben Leute heute Zeit. Deswegen denke ich mir so, ja, wäre alles so schlecht, wenn ich da auch mal eine Pause machen würde. Weil das Problem ist, so unter der Woche hat man so ein bisschen zu tun mit der Arbeit. Von dem her, was ist denn jetzt? Okay. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ich probier's mal. Okay. Okay, jetzt. Das war's zu viel. Okay. Ja, genau. Dann denke ich mir so, einerseits, ja, das, aber. Weil, wenn ich mich zum Beispiel jetzt nicht melde und schreibe. Also, ich möchte nicht, dass die jetzt nur wegen mir dann die Entscheidung treffen. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich fahre mit, dann würden wahrscheinlich vielleicht mehrere mitfahren. Und ich kann sagen, ich fahre vielleicht eh nicht so. Keine Ahnung. Will sich entscheiden. Eigentlich möchte ich warten, bis das. Ich weiß, wer jetzt alle dabei und am Start ist. Und dann möchte ich entscheiden, ob das Ganze funktioniert oder nicht so. So. Oder kann ich jetzt was mit dem Ballon machen? Balloni. Ah. Aha. Okay. So einfach geht das. Alles klar. Ich dachte irgendwann, das Minigame war länger. Schau mal, Rini. Da unten ist der Hafen und das Meer. Und dann bist du auch schon bald zu Hause. Damn. Zum Glück ist das nur eine Traumwelt, weil sonst wäre das umso schlimmer. Schätze ich jetzt mal. Lade, 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 lade. Verdammt! Rini! Wo ist Rini? Luftballon. Ich wollte schon Luftballon sagen. Rini, bist du das? Ballon. Uiuiui, mir dreht sich alles. Sadwick? Hör, er ist noch oben. Alles okay, mir geht's gut, nichts passiert. Nanu? Toll! Ganz, ganz toll! Das ist doch kein Keks. Mit Zuckerguss und bunten Streuseln, wie ihn Miss Clock immer gebacken hat. Oh. Hey, was machst du denn da? Hey, bleib hier, das gehört dir nicht. Oh, je, okay. Ganz wurscht, ob der jetzt kassiert oder garniert oder irgendwas ist. Ja, ist egal. Einfach ein bisschen Keks. Moin, Spotty. Spot ist einfach unverwüstet. Du bist wieder da! Ich trau mich nicht runterzuspringen, Spotty. Mann,
Jetzt traust du dich. Oh, gute Idee. Ich springe, Achtung. Oh, Geronimo. Gute Idee, Spot. Ich springe auf dich. Oh, Spot, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Hey, ein Lumi. Oh, da ist er wieder. Wo hat er jetzt seinen Splitter? Schau doch, Spotty. Spot? Wo bist du denn? Er hat einfach Angst vor dem. Hey, die tun doch nichts. Die Lumis, die wollen nur spielen. Oh. Oh, Spot, süß. Okay, also wir haben ja vorhin Noah gehört. Hallo? Ist da jemand? Sadwick! Sadwick! Also Sadwick. Ja, alles okay. Ich hab nur... den Splitter verloren? Genau. Nicht schlimm. Ich helf dir suchen. Okay. Ich muss nur irgendwie... runterkommen. Genau. Sag, wenn ich dir helfen kann. Du auch. Okay. Spot, du lebst! Pass gut auf Reedy auf, ja? Besser als ich zumindest. Ja, also ganz neues Szenario, da können wir dann zu Sadwick wechseln. Wir haben jetzt Splitscreen. Wo hatten wir das noch? Bei Deponia 3 hatten wir das auch schon. Da konnten wir zwischen den drei Ruffußen hin und her wechseln. Und auch Items hin und her transportieren. Ja, vielleicht gibt es hier auch. Ich wünsche euch aber jetzt noch einen wundervollen, wunderschönen Tag und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Sind wir uns mal ehrlich, dieses Outro sieht kein Mensch. Keiner. Also wirklich, falls Menschen meine Folgen ein bisschen anschauen oder so, dann sicher nur um die 2-3 Minuten. Also ich kann jetzt reden, was ich möchte. Ich kann auch sagen, ihr seid alles scheiße. Okay, Spaß, das nehme ich trotzdem zurück. Falls jemand schauen würde, bedanke ich mich umso herzlicher. Ja, aber für was mache ich das eigentlich? Ciao, ciao!